Ich heiße Hülya, ich bin 60 Jahre alt, bin in der Türkei geboren und die Mutter von Helin. Ich heiße Helin, ich bin 28 Jahre alt, bin in Bern geboren und die Tochter von Hülya. Hier waren wir vor 4 Jahren am 14. Juni am großen feministischen Streik von 2019 zusammen mit rund 70.000 anderen Frauen, Queer-Personen und solidarischen Männern. Ich war sogar auf der Bühne. Die Stimmung war unglaublich und kämpferisch. Ich kam mit meiner Mutter an den feministischen Streik, denn sie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, für seine Rechte einzustehen. Denn auch wenn Rechte auf dem Papier gegeben sind, bedeutet es nicht, dass man sie automatisch bekommt. Wir müssen sie einfordern. Wir müssen unsere Stimme erheben. Denn Frauen, non-binäre Menschen, Migrantinnen, Arbeiterinnen, Mütter, Transmenschen werden immer noch doppelt diskriminiert. Mir war es wichtig, meiner Tochter den Sinn für soziale Gerechtigkeit weiterzugeben. Denn der Kampf für Gerechtigkeit und Gleichstellung geht über Generationen. Wir wollen gute Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und gerechtere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Wir kämpfen gegen Gewalt, Diskriminierung und Rassismus. Ich bin dankbar und stolz, dass ich den Kampf für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung Seite an Seite mit meiner Mutter führen kann. Sorgen wir dafür, dass der feministische Streik 2023 genauso groß, stark und kämpferisch wird. Schließ dich uns an. Gründe zum Streiken gibt es mehr als genug. Kommt am 14. Juni auf die Straße.